Herzlich willkommen in der Champagne. Wir befinden uns in Reims, einer Stadt mit gut 180.000 Einwohnern im Norden Frankreichs, etwa 130 Kilometer östlich von Paris. Die Champagne ist natürlich berühmt für den Champagner, der hier hergestellt wird, aber auch die Basilika Saint-Rémy, der erzbischöfliche Palast und natürlich die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame sind einen Besuch wert. Alle drei sind übrigens Weltkulturerbe der UNESCO. Die Kathedrale Notre-Dame gilt als eine der bedeutendsten gotischen Kirchen Frankreichs. Jahrhundertelang wurden hier die französischen Könige gekrönt. Heute ist sie die Bischofskirche des Erzbistums Reims. Die als dreischiffige Basilika gestaltete Kathedrale war im 14. Jahrhundert weitgehend fertiggestellt. Markantestes Merkmal der Kathedrale ist ihre reich verzierte Westfassade, ein großartiges Beispiel hochgotischer mittelalterlicher Bildhauerkunst. Ihre beiden Türme mit einer Höhe von 81 Metern sollten ursprünglich noch Turmspitzen für eine Gesamthöhe von 120 Metern erhalten. Direkt über dem Portal befindet sich eine kleinere Rosette. Die Mitte der Westfassade wird jedoch durch die Hauptrosette geprägt. Die Kathedrale Notre-Dame kann als eine Art Nationalheiligtum der Franzosen bezeichnet werden, denn sie war die Krönungskirche der französischen Könige. Nach der Legende hatte gegen Ende des 5. Jahrhunderts der heilige Remigius als Bischof von Reims den Frankenkönig Chlodwig getauft und mit einem vom Himmel herabgesendeten Öl gesalbt. Daraus leitete der Reimser Erzbischof das Recht ab, in seiner Kathedrale jeden neuen König von Frankreich zu krönen und salben zu können. Auch deshalb wurde die Kathedrale von deutschen Truppen während des Ersten Weltkriegs schwer beschädigt. 1919 wurde mit der Renovierung begonnen, die sich über 20 Jahre hinzog. Die Kathedrale wurde auch später ein Symbol der deutsch-französischen Beziehungen. Vor dem Hintergrund der Zerstörung im Ersten Weltkrieg war sie am 8. Juli 1962 ein Ort der Messe, an dem der Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer während eines Staatsbesuchs demonstrativ teilnahmen. Anlässlich des 50. Jubiläums dieser Messe fand dort am 8. Juli 2012 eine Begegnung von Staatspräsident François Hollande und Bundeskanzlerin Angela Merkel statt. Die Axkapelle, also die Kapelle direkt in der Mitte des Chors, wurde 1974 durch Marc Chagall mit 9 Fenstern ausgestattet. Die historischen Fenster waren 1914 beim Beschuss der Kathedrale durch deutsche Soldaten geschmolzen. Das mittlere Fenster schildert die Geschichte Abrahams sowie die Passion und Auferstehung Christi, also die Grundlagen des Alten und Neuen Testaments, das Opfer Abrahams als Ankündigung des Kreuzopfers Christi. Thank you.
Eine ebenfalls sehr prächtige Rosette befindet sich über dem Portal der ehemaligen Abteikirche Saint-Rémy, nicht weit entfernt von der Kathedrale. Sie geht auf das 8. Jahrhundert zurück, ist also älter. Nicht zuletzt dieses herrliche Kirchenschiff ist aus der Frühzeit erhalten und über 1200 Jahre alt. Und auch der Boden, über dem sich die mächtige Abteikirche erhebt, ist geschichtsträchtig. Sie wurde über dem Grab des heiligen Remigius erbaut, der in Reims den Frankenkönig Chlodwig um das Jahr 500 taufte. Chlodwig gilt als der erste König Frankreichs. Die Ampulle mit dem heiligen Öl für die Salbung des Königs sei dabei sogar vom Himmel herabgesandt worden. Dieses Öl wurde im Kloster Saint-Rémy aufbewahrt. Bei dieser Bedeutung für das französische Königstum ist es keine große Überraschung, dass die Mönche während der Französischen Revolution 1792 vertrieben wurden. Die Kirche ist heute nur noch Pfarrkirche, aber zusammen mit der Kathedrale und dem Palais du Tau ist sie seit 1991 Weltkulturerbe der UNESCO. Und in diesen Palais du Tau gehen wir jetzt. Der erzbischöfliche Palast in Reims liegt direkt neben der Kathedrale. Die Könige von Frankreich verbrachten die Nacht vor ihrer Krönung in diesem Gebäude. Vor dem Krönungsakt wurde der zukünftige König dort angekleidet und nach dem Festakt fand ein Festessen im Salle du Tau des Palastes statt, wo ein überdimensionaler Kamin aus dem 15. Jahrhundert bis heute zu finden ist. Und dort werden bis heute einige wichtige Kostbarkeiten aufbewahrt. Etwa jene Ampulle, in der das königliche Salböl aufbewahrt wurde, oder auch dieser Talisman, den Karl der Große getragen hatte.